Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Satisfactory. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen beschriftet, ist aber bei weitem noch nicht alles. Also mir fehlt schon noch einiges. Hier zum Beispiel fehlt mir auch noch über den Türen, aber da hatte ich jetzt keine von diesen Dingen hier mehr. Ach so, da brauche ich die ja gar nicht, ne? Aber Platten habe ich eh keine mehr einstecken. Da habe ich jetzt echt bis auf die letzte alles ausgegeben. Da kann ich mir allerdings jetzt hier mal welche holen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ich habe noch ganz viel Mist hier auch drin. Ich nehme mal die 200 raus oder 400 raus. Den Rest schmeiße ich dann nochmal ganz kurz wieder in mein Lager. So, das habe ich noch nicht geschafft. Ich war jetzt über eine Stunde hier am Rumbasteln und an Wege ziehen und so weiter. Weil der Block muss ja noch weg. Wird auch noch wegkommen, auf jeden Fall. So, schmeißen wir mal die Sachen hier rein. Holz habe ich doch bestimmt auch. Zack, dann haben wir Blütenblätter. Ich verräume mal schnell das Zeug, dass wir weitermachen können. Okay, die Sachen sind verräumt. Ich habe hier noch ganz große Fläche gezogen, wie man sieht auch da unten. Da sind mir dann nochmal zwei Kalkvorkommen aufgefallen. Einmal der hier und einmal der hier. Das habe ich dann gleich noch ein bisschen mit eingebaut. Da muss ich dann schauen, dass ich das in die Produktion reinlaufen lasse, die da vorne ist. Aber nach und nach. Das erste, was ich jetzt machen will hier unten, das sind die verstärkten Eisenplatten. Die würde ich gerne hier herstellen. Und ich meine, wir haben ja recht viel Platz. Von daher, jetzt hoffe ich mal, dass ich alles einstecken habe, was ich brauche. Wir brauchen auf jeden Fall die Fabrikatoren. Okay, ich kann auf jeden Fall 4 Stück bauen. Mehr Rotoren habe ich dann leider nicht einstecken. 4 Stück. Ich würde allerdings sagen, dass ich eine Produktion mache mit 3 Stück. Also 3 solche Fabrikatoren. Ich gehe mal eher dahin. Ich habe ja Platz. Einmal, die passen ja immer nie so. Die gehen ja immer nie genau auf die Plattform drauf. Jetzt ist nur die Frage, ob ich die dreimal mache. Also quasi nur einmal Splitter oder ob ich 5 Stück mache und 2 Zuleitungen. Aber ich denke, mit einer Zuleitung sollte es reichen und oben drüber dann nochmal, oder? Ich glaube, ich mache so. Okay, jetzt brauchen wir Rotoren allerdings. Ist nur die Frage, wo habe ich die? Ich habe es ganz vergessen. Die müssen in dem Komplex hier sein, oder? Ne, die sind noch weiter hinten. Da ist Eisen. Ja, die Wege, die sind jetzt schon ganz schön weit. Oder? Nein. Oh Gott. Rotoren, Rotoren, Rotoren. Wo habe ich meine Rotoren? Da habe ich sie nicht. Ich habe sie da vorne. Da sind sie. So, ich habe auch noch... Es müssten normalerweise auch noch einige drin sein in den Leitungen. Da habe ich, so viel ich weiß, nichts unterbrochen. So, mir gefällt es auf jeden Fall mit diesen ganzen Förderbändern und so. Macht echt Laune. Ich muss mir das bloß alles noch beschriften. Oh, knapp dran vorbei. Ich muss mir das bloß noch alles beschriften. Auch die Laufbänder selber werde ich noch beschriften. So, dann machen wir hier noch eine her. So, gut. Dann brauchen wir für die verstärkten Eisenplatten... Ach so, da brauche ich ja die Schrauben auch noch, ne? Das heißt also, ich kann jetzt die im Grunde zwar angeben, aber ich kann sie noch nicht fertigen, ne? Aber ich würde sagen, ich lasse das jetzt mal hier stehen, weil hier soll auf jeden Fall dann die Fertigung sein. Dann mache ich... Weil hier oben haben wir die Eisenplatten
Dann würde ich sagen, mache ich hier oben, das muss noch zugemacht werden hier, dann mache ich hier oben auch die Schraubenproduktion und die setze ich hier hin. So, Schraubenproduktion ist Konstruktor. Da werden wir einige brauchen, ne? Setze ich den dahin? Ne, den muss ich bei davor setzen. Oh, was fehlt jetzt? Kabel. Okay, ist egal. Ich setze jetzt mal den einen hier hin. Und dann hole ich mal ganz kurz die Kabel. Die hole ich jetzt allerdings aus dem alten Vorrat. Weil das andere wäre nämlich alles da hinten. So. Ich nehme gleich einmal 400 mit, weil wir brauchen die auf jeden Fall. Gut. Es ist zwar viel hin und her gelaufen, aber ich laufe lieber die Strecken, als dass ich mich dann ins Auto setze, dann dahin fahre, dann wieder aussteige und es geht wesentlich schneller mit Laufen hier. Später werde ich vielleicht noch Röhren und sowas machen. Wird bestimmt dann auch interessant. So, machen wir mal hier eine 5er. Machen wir eine 5er oder würde ich sagen, ne? Die Eisenstangen dann von hier vom Lager hier reinführen. Oder ich mache zwei Dreier, die könnte ich jetzt halt eigentlich dann aber auch übereinander bauen, ne? Ist immer die Frage, wie mache ich es? Mache ich es hochwärts? Mache ich es seitwärts? Jetzt habe ich kein Zement mehr. Okay, ich mache sie übereinander. Ich mache einen hohen Turm. Mann, oh Mann. Ich habe jetzt echt gedacht, dass ich alles einstecken habe, aber nee. Da kamen mir dann meine Fundamente wieder dazwischen, ne? Warte mal, da können wir ja gleich da vorgehen. Die müssten hier drin sein noch. Schauen wir mal, wie viel wir da noch drin haben. Ah ja, doch. Da ist noch einiges drin. Warte mal, nimm gleich vier Stapel mit, weil sonst läufst du nochmal. Normale Platten habe ich nur die 400 einstecken. Stangen brauche ich. Jetzt soll ich mal richtig durchschauen hier. Also nehmen wir hier noch Stangen raus. Von den Eisenplatten nehme ich mir noch was raus. Ich würde sagen, das reicht, wenn ich noch einen Stapel mitnehme. Und ich sehe gerade, ich habe auch kein. Doch, 141 habe ich da noch von den Kabeln. Das sollte doch eigentlich reichen. Danke für das Speichern. Das haut mir immer so einen Cut rein. So, das heißt, ich mache hier meine Fertigung für die Schrauben. Allerdings, nee, nicht Fusionator. Einen Splitter brauchen wir da. Das setze ich jetzt dahin. Das kommt dann von hier. Das heißt, dann geht hier und Lift rein, weil dann lasse ich das alles ein bisschen oberhalb laufen. So, wir brauchen Wände. Ich mache das diesmal so, dass ich hier auch durchkomme. Dass ich nicht ständig über die Maschinen hupfen muss hier. So, machen wir erst einmal hier zu. Da kommt dann der Splitter hin.
Hier ist es ja mittig, glaube ich, ne? Ja, hier ist es mittig. So, dann bitte einmal Wand. Der Anschluss wird zwar eh nicht hier drauf gehen, aber ist okay. So, dann muss hier nämlich der Lift hin mit genau Förderband nach außen. So, hier muss ich es jetzt halt einfach machen. Einmal hier gerade rein, einmal hier rein und einmal dort rein. So. Das schaut zwar raus, aber das stört mich nicht. Jetzt ist nur die Frage, hier mache ich ja zu. Das heißt, ich setze mit meinen Gestellen hier ran. Zwei sollte die normale Höhe sein. 1, 2, 3, 4. Da. Da richte ich mich dann einfach mal danach, wie das hinhaut mit den. Warte mal, wenn ich da jetzt das Stangenlager habe, dann muss ich ja. Wow, das läuft echt schon gut voll, muss ich sagen. Das ist nur die Frage, ich laufe da unten rein. Ja, ich laufe da unten rein. Das heißt, ich könnte mit dem hier einfach geradeaus rausgehen. Und dann hier durch die Wand. Hier ist natürlich noch nichts drin. Da haben wir schon drin. Okay. Ja, dann gehe ich hier raus. Oder? Irgendwie gefällt mir das auch nicht mit den Containern. Das ist zwar ganz gut, ich habe auch echt mega viel Stauraum, aber irgendwie, ich müsste normalerweise von oben raus. Das wäre wesentlich besser. Komm, mach da wieder zu. Wir müssen oben raus. Das bringt nichts. Das ist dann nur die Frage, wie komme ich jetzt dahin? Am besten auch mit einer Treppe, ne? Oder, naja gut, ich komme ja hier mit der Leiter hoch. Und dann hier den Ausgang. Und dann müsste ich eigentlich hier mit dem Band ja direkt hier reingehen können. Das ist gut. Das ist dann nur die Frage. Jetzt komme ich da raus. Das heißt, ich bräuchte. Ein Gestell, was hier nach oben geht. Bin ich jetzt verschoben? Nee. Man sieht es immer so schlecht, finde ich. Okay, das war eins zu viel. Das heißt, den da kann ich wieder wegmachen. Dann gehe ich mit dem Förderband von hier dran. Und dann müsste ich doch eigentlich den Lifter da dran bekommen. Ziehe den nach unten auf diese Höhe. Und dann kann ich nämlich hier auch auf das Förderband drauf. So. Einmal, zweimal. Ich denke auch, dass das reicht. Es läuft leicht schräg, aber das stört mich jetzt nicht. Hier rein. So, dann läuft es hier rein. Das splittet sich hier. Jawohl. Und dann kommt hier
Schraubenproduktion. Ich habe auch noch einiges von den, ja, was heißt einiges? Sehr viel habe ich nicht mehr. Das ist halt Zeitrauben, ne? Dieses Schneckengejage, dass ich die Energieteile hier bekomme. So, eigentlich hätte ich das auch kopieren können, ne? Habe ich wieder nicht nachgedacht. So, warte mal, du kannst die Eisenstangen hier schon mal reinschmeißen, die 4 Stück. Okay. Dann, wir haben keinen Strom. Das heißt, ich mache einmal. Von wo aus komme ich denn mit dem Strom überhaupt? Strom ist echt immer so ein Ding, ne? Ach komm, ich gehe einfach hier ran und wir gehen dann an die Wand. Wir laufen dann einfach hier rüber. Hier hin. Von hier aus setzen wir dann da einen Stempel. Das können wir ja schön machen. Neben dem Laufband. Und von hier aus dann hier nach vorne. Und das ist. Zeigt mir das die Mitte an? Ja. Hier hin. Dann gehe ich innen gegen die Wand. Ich weiß schon, da gibt es die Dinger, die durchgehen, die doppelseitigen, die sind mir jetzt aber ganz egal. Und dann hier zackern die drei Maschinen. Hallo? Ich will dich erwischen. Jetzt. Gut. Damit läuft die Schraubenproduktion zumindest schon mal hier. Und oben drüber müsste dann quasi noch mal eine. Was mache ich denn da? Ich mache das am besten. Da gehe ich noch mal mit zwei solchen Meterstücken drauf. Dann kommen Wände. Also sorry, wenn ich ein bisschen leise bin, aber das. Ich bin hier so am Rumgrübeln, wie ich das am besten mache. So, und dann kommen hier auf die Höhe die Fundamente. Und dann bin ich nämlich auch über den Maschinen. Und ich kann dann hier wieder mit einem Weg nach oben. Ja, und dann mache ich oben noch mal eine Einspeisung. Okay. Ich mache. Ich mache hier zu. Ich mache die Tür von vorne dran. Und dann mache ich hier eine Treppe nach oben. Aufstieg. Genau so. Oh, da bin ich dann hier wieder drüber, ne? Das heißt, ich muss dahin, muss dann mit einer Rampe ran. Erst dann kann ich den Weg machen. So. Schaut zwar ein bisschen seltsam aus, aber ist egal. So, dann kommt hier eine Tür ran. Dann kann ich hier nämlich nochmal eine Produktion machen. Und hier geht dann auch einmal. Schauen wir gleich, müsste ich ja machen können, den Konstruktor. Der Abstand müsste passen. Dann brauchen wir hier wieder einen Splitter.
sitzt du jetzt, da sitzt du richtig. Okay, da gehe ich jetzt hier hin. Dann Förderlift. Komm. Hier nach außen. Passt. Okay. Dann muss ich mal schauen, dass ich da. Da mache ich dann einfach nochmal ein Band drüber. Da gehen wir hier quasi nochmal drauf mit zwei Stück. Das müsste dann von der Höhe auch passen, denke ich. Nee, es passt bei weitem nicht. Wie hoch sind die Dinger eigentlich? Die sind 2 Meter hoch. So eine Wand ist 4 Meter, ne? Wenn ich jetzt das Ding hier mal daneben stelle, dann ist das ja eher 3 Meter. Das könnte hinhauen. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. So, und da gucke ich jetzt mal, dass ich. Oh, das ist so doof, dass man die Dinger nicht verschieben kann. Okay, dann gucke ich mal, dass ich da rauskomme. Ja, hier aus der Mitte raus. So, einmal Durchgang. Dann einmal Förderband. Und hier mache ich dann das ebenfalls so mit den Teilen, dass ich da schön geradeaus rauskomme. Noch eins, oder? Ja, ich glaube schon. So, dann hier bitte einmal ran hier. Ups, jetzt muss ich nur schauen, dass ich die Höhe hinbekomme. So, 4, bitte einmal hier ran. Genau, und hier rein. Ja, dann passt ja. Dann passt ja die Höhe. Nicht erwischt. Ich hatte gehofft, dass es klappt. Aber dann werde ich wahrscheinlich gar nicht irgendwie mit einem Lift arbeiten müssen. Dann kann ich das ja direkt hier dran ziehen. Aber es schaut so aus, als würde das ein bisschen nach unten laufen. Na gut. Ist, denke ich, jetzt einmal nicht so schlimm. So, dann habe ich gesagt, hier kommt eine Tür rein. Dann kann ich die Einstellungen kopieren, die ich dann hier drauf schmeiß. Jawohl. Dann brauchen wir den Strom. Warte mal, ich muss irgendwie schauen, dass ich die. Einmal die 9 habe ich hier da. Genau, einmal hier. Dann kommst du. Hier nach oben. Dann machen wir dann auch die 9 drauf. Dass ich ein paar mehr Abzweige habe. Und zu dir. So, dann können die auch laufen.
Ja, gut, ich habe halt jetzt keine Batterien mehr. Ne? Da muss ich jetzt wieder schauen, dass ich da welche sammle. Okay. Das heißt, dann kann ich den Container zubauen. Dann hätte ich die Schrauben. Die Schrauben kommen allerdings dann hier raus, müssen dann in ein Lager rein. Und von dem Lager aus geht dann das Ganze nach da unten. Ja, und hier mache ich das Lager. Und das mache ich wieder mit Doppelcontainern, Einzelcontainer und Doppelcontainer. Also im Grunde wieder so, wie ich es in den meisten anderen Lagern auch habe. Und hier kommen mir zwei Produktionen rein. Das heißt also, ich mache hier. Ne, ich brauche hier einen Zwischencontainer. Dann oben drauf noch mal den hier. So, dann Förderbänder. Einmal so. Nein, oh verdammt. Immer wieder, dass mir das passiert. So. Und ihr hierhin. Jawohl, und dann habe ich da oben meine Ausgänge. Dann kann das nämlich vorlaufen. Allerdings möchte ich das hier wieder in den hier reinlaufen lassen, in den oberen. Das heißt, ich brauche hier einmal einen Fusionator, der zu mir herauskommt. Wie nah kann ich denn? Das wird wahrscheinlich zu nah sein. So. Ja, so geht's. So ran, dann Einmalband, Zweimalband, Dreimalband. Dann kann ich hier den Lift dran machen. Zack. Und Band. Zack. So. Das Ganze müsste ich nur splittern. Ich weiß, man soll ja immer die Splitter zuerst hinsetzen. Aber ist doch im Grunde total egal. Hauptsache, es wird gebaut. So, dann mache ich das jetzt mal so. Einmal hier rein, einmal da rein. Und mir taucht es. Jawohl, und dann haut es die Schrauben da rein. Verteilt ihr euch auch schön, ja? Jawohl. Optimal. So, und das gleiche dann von dem hier ausgehend in. Ja, wohin? Wohin, ne? Da oben komme ich ja nicht rein. Warte mal, ich mache mal die drei hier weg. Dann können die dann zwar in die unteren volllaufen. Muss ich mal gucken. Dann würde ich quasi die Schrauben hier reinlaufen lassen. Okay, mal gucken, wie ich es mache. Es wird schon irgendwie. Hauptsache, es läuft. Okay, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Eh schon ein bisschen zu lang. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und Abo nicht vergessen, dass ihr keine Uploads mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.